Leute, und ein recht herzlich willkommen zu der 31. Folge bei den Heavy Farmers, genau. Na, sag schon, jetzt muss ich sagen, wie viel Zeug finde ich im LKW. Nein, das Licht wollte ich nicht. Genau, das Licht wollte ich. Wir sind ja in der letzten Folge hier oben, ja, sozusagen stehen geblieben. Genau, wir sollen ja diese Paletten so hier durchkommen, würde ich sagen. So. Und die sollen wir ja zur Kohlezeche rüberfahren. Das heißt, wir fahren jetzt einmal wieder hier unten mal durch. Wir fahren komplett durch und bis am Ende. Okay, einfach. Einfach gesagt, es getan, würde ich mal sagen. Wenn es jetzt noch Nacht ist, ist es dafür zu schwierig. Das war jetzt nicht meine Absicht, dass ich in den Fluss fallen wollte im LKW. Aber nachts ist es auch doppelt so schwierig zu fahren. Ich kann gerade mal mit der Länge unter. Ich hab dich verfahren. Oh ne. Rum. Okay, gut. Sieht glaube ich nicht mehr so ganz gesund aus. Na gut, dann fahren wir einfach mal, würde ich sagen. Das ist halt das Problem, dass ich leider nichts sehe. Ich glaube, ich hätte sowas auf von mir haben. Gut. Ich glaube, die Achsen sind bei mir schon im Eimer. Ich kann mich kaum lenken, was da hält. Verpackt aber gut. Boah, leck, ey, das ist. Ach du Scheiße, ey. Bum, 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 bum. Jeet. Ich will mich halt irgendwann vom Netz fahren, obwohl wir gerade im LKW fahren. Verkehr. Alter. Ich hab noch Platz. Keine Sorge. Alter, das ist doch mal normal, ey. Na ja, gut.
Ist eh nur dieser coole Zechen, das wir dort abgeben. Muss zur Kohlezech. Alter. So. Hier links jetzt runter. Alter, das ist ja. Jo, Alter, was ist mein Ecke auf einmal los? So, Feuer. So, gleich sollten wir auf die Hauptstraße kommen. Wir sollten jetzt auf der Hauptstraße sein. Oh, du Scheiße, ey. Direkt immer ein Feldweg. Warum soll hier ein Feldweg sein? Nein, das nicht hin. Mann, ich komme nicht zurecht. Wie zur Hölle komme ich zur Zechfabrik, also der Kohlezechfabrik. Wir haben eigentlich einen Achsschaden gerade im LKW, aber ich weiß es gar nicht. Also beschleunigt macht er, aber die Lenkung ist halt einfach. Da müssen wir hier können wir rein. Zur Kohlefabrik. Ach du Scheiße, ey. So, wo sollen wir das Ding jetzt hier abladen? Hier kommt halt. Kohleausgabe. Weiter abhalten. Gut. Da kommt der breite Abfall hin. Gut, nee. Und dann kein Wunder, dass die da nicht so die ganze Zeit gerutscht ist. Gut, nee. Steckt hier sogar einer der Schlüssel? Ja, die steckt so einen Schlüssel in. Das sind eigentlich gute Nachrichten bei uns. Ach du Scheiße, ey. Ich und Gabriel starten, weil das ist noch mit noch ein bisschen reden.
runter. Ich einen Gabelstapler, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Ja, die Hand ist noch heile. Na, wo ist jetzt das Ding zum Befestigen? Da. Na komm, ich hab das Ding. Hier zu 1000 Liter. Jawollo. Ach, 1000 habe ich schon. Also 4000 habe ich jetzt weg. Zum Beispiel muss ich hier auch nochmal reinschlüpfen ins Loch. Das heißt jetzt 8000, 12000, 16000 haben wir schon insgesamt, das ist schon mal gut. Da vermerke ich mir das vielleicht schon mal. Das ist Abfall. 16000 Liter.
Mann, selbst wenn man denkt, das tut mir auch sehr leid. Aber mei. So, das heißt, ich muss jetzt noch meine Lücke hier richtig treffen. Nein, ich will es absenken. Nah genug. Nein, hoch damit. So. Haben, lag ich auch vorne. So, dann schieben wir hier vorne ab. So. Jeden Ohne ist jetzt gerade ein Zimmer. Willkommen bei der KVHK auf der IKEA. Der nächste freie Mitarbeiter wird gleich, wie Sie da sind. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Vielen Dank. Jörg Wagner, Kaschmacher, ganz schönen Abend. Ja, Smart, grüß dich. Grüße dich. Sag mal, Jörg, was machst du? Gerade Abfallbretter von Herrn Hand zur Kohletheke rüberfahren. Okay. Und danach? Danach wäre ich soweit eigentlich wieder frei. Okay, weil ich denke, dass wir auch dann den LKW mal brauchen. Jo. Also ich will jetzt noch, nochmal 16 Kubik mal schnell rüberfahren. Danach würde ich sagen, dann den Rest. Wir haben insgesamt 32 Kubik rüber gefahren. Und dann buchen wir das, machen wir dann mit Ihnen als Rechnung und dann können wir den Ecker wieder für die Karschmachplatte nutzen. Okay, perfekt. Gut. Gibt es sonst was Neues, gerade was ich erfahren sollte, oder gerade eher nichts Neues? Nö, das läuft sonst soweit alles. Alles gut, dann bis dann. Bis dann. Tschüss, tschüss. Irgendjemand hat den Channel verlassen. Cool. Oh, Alter. Fahren muss hier gekürzt, Alter. Wie die Wege hier eng sind, das ist nie mehr normal, würde ich sagen. Aber ja, rechts lang. Ach Gott, ey. Das Haufen Schleichwege fahren. Dass man wieder auf die richtige Straße kommt. Aber ja, gut. So. Gut. Na, aber das will ich mal sagen. Ui, ist das da? Ich muss echt mal. So, gut, dann fahren wir wieder weiter. Alter, das sind die Feldwege hier irgendwie. Man muss echt aufpassen, dass man nicht gegen einen Baum knallt hier irgendwo in der Nacht. Man sollte echt mal eine Beleuchtung mal reinschrauben, weil es ist nicht so ganz okay in der Beleuchtung. Alter. Ding ist vor mir, das hat jetzt niemand gesehen. Ich habe gebremst. Ich habe noch geschossen. Ich bin Millimeter vor stehen geblieben, okay? Ich bin nicht dagegen geknallt. Ding ist auf der Weg. So, jetzt muss ich schon hier wieder ablaufen.
aufladen muss. So, wo zum Henkel ist das, was ich gerade suche? Da steht der. Da steht der. Gut. Ja, genau. Muss vorhin mal Paletten, würde ich sagen. Maximum 4 Paletten erzeugen. Alter, leckt das hier rum. Anschalten, genau. Die Beleuchtung auch an. Und so. Paletten, Maximum Platten, Paletten erzeugt. Alter, leckt das hier oben, ey. Das ist nicht mehr so. Aua. Das war nur so leck, Alter. Ich kann das nicht mehr fahren. Autoload. So, gut. Fahr jetzt im Bereich ein bisschen mal noch raus. Die letzten 4 Paletten noch schnell erzeugen. Maximum erzeugen. Okay. So. So, wieder drinnen. Hier war noch. Bam, bam. So. Jetzt einmal L drücken, einmal die Ladung lift. Und es sollte vielleicht auch was machen. Wieder runter, laden wir das und danach schauen wir mal, wozu uns noch die Firma kocht. Das wurde falsch weg. Hier unten durchfahren. Ich weiß nicht, ob ich mich das in der Dunkelheit traue. Das wird, glaube ich, hier gleich schon schaffen. Ne, passt. Pass ich durch. So, ein paar Mal drinnen leuchten. Hält es wieder raus, hin, einmal die Spur hier unten am Boden folgen, dann kommen wir wieder sicher und schnell raus. Da ist der Container, also der Kraftstoffbehälter. Rechts, links. Und drauf sind wir. Gut. Moment, das war gerade eine WhatsApp. So, gut. Bam. Gut. Dann fahren wir mal Richtung Kohlezeche liefern die restlichen 12 Dinge nochmal ab. So. Alter. Nachzufahren, das muss man sich echt trauen. Bin froh, wenn ich wieder im Pfand bin, ey. Wenn es besser zum Fahren als ein LKW. Alter, ich hasse es nachts zu fahren. Nachts ist am schlimmsten. So. Wir haben es gleich. Da ist der Kreisverkehr, der erste. Jink. Da kommt gleich der zweite. Dann machen wir den Feldweg und danach
Ich bin in der LKW wieder, da komm ich gerade rüber. Ich fahre lieber im Fendt. Das sind 50 statt auf dem LKW. Weil der ist nicht mal wirklich gut zum Fahren. Muss ich denen dafür sagen, dass die mal auf die Achse schauen. Aber ich hatte heute echt. Ich habe kein gutes Lenkgefühl bei der Achse. So. Felfi kommt hier gleich irgendwo ein, ne? Also Felfi, den wir suchen. Felfi. Wir haben einen und nicht auf die Wies. Darum fällt auch gerade der Zug. Alter. Hilfe. Zweimal wieder runter. Alter, das ist hier. Sollten echt mal die Straßen mal ausleuchten. Das ist nicht mal normale Nacht hier zu fahren zu können. Also langsam ist man dagegen pfeffert. Ich habe echt Angst, ey. In der Nacht zu fahren ist es am schlimmsten. Hier wird gleich um die Einfahrt kommen. Die wird gleich sowas von hier auf dem Taxi. Wir suchen. Paletten noch da, gut. Alles auch in der Ladung. Nummer L. Wir sind sicher in der Ladung. Haben einen Gabelstapler, nein. Motor an. Und abladen. Na komm. So. Jetzt muss ich kurz mal rechnen können. Ich muss auch rechnen können. So, willkommen bei der Karspar-AK. Ups, das wollte ich jetzt nicht abspielen. Das war mein Fehler, tut mir leid. Mal 4000, 48.000 plus 16.000 sind 64 Kubik, die wir schon rübergefahren haben. Hier, ne, das speichere ich mal einmal, dann haben wir den erstmal ein bisschen abgehakt, den von der Mister. Gut, Position ändern. Achso, da brauchen wir eine Schnelllade. Kann ja auch so abladen, wenn wir verteidigen. Ich habe keinen Plan, wie ich ablade. Nicht ganz ehrlich. Markierung runter. Und sollte abfahren. Ja, moin. So. Machen wir einmal aus. Da passen wir es natürlich gleich mal aus. So, nein, der Motor war schon an. Oh Mann, ich hasse es. Mitten in der Nacht. Ich mache mal Trick 17. Ich hole nochmal den LKW mal hin, nochmal schnell hierher. Machen wir mal die komplette Frontbeleuchtung an. So, 6. Dann werde ich mir kurz als zusätzliche Scheinwerfer hier hinsetzen. So, dann haben wir es gleich. Mann, Motor war schon wieder an. Ey, ich krieg hier einen Kollaps, ey.
Ich sag's euch, ich krieg hier den Kopf. So gut. Na komm. Na komm. Da jetzt habe ich die Palette doch. Mann. Ich und Gabler Stapel fahren. Geht nicht gut aus. Ich und Gabler fahren. Also ich mag nicht Gabler fahren. Da jetzt. Mal alles schön rein hier, das sind gerade Abfallung, die diese schöne Segelmüll produziert. So, nein, aus, aus, nein, aus. Gut. Naja, haben glaube ich noch einiges zum Wegfahren. Ja, das war noch nicht das letzte, was wir gerade gemacht haben. Aber ihr seht ja alles in der nächsten Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, was zu tun ist. Die Glocke zu aktivieren, Kommentar dazu lassen, Like da lassen und ein Abo dazu lassen, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, Leute. Euer Blaubitch. Ciao, ciao.